Grüßt euch, alles fit bei euch? Hier habe ich wieder in den Golf reingefahren. Ich überlege jetzt gerade, mache ich erst bei dem Porsche die Inspektion oder hier die Kompressionsprüfung? Ich hatte ja gesagt, dass ich einmal gucken will, ob der noch Kompression hat, weil so rumfahren ohne Öldruck tut ja keinem Motor gut. Und wenn er wirklich nur noch ein paar Bar hat, die da ankommen, also so läuft er gut. Nur man weiß ja nie, wie lange der dann noch läuft. Ne? Ich hole mal einen Kompressionsprüfer und dann fangen wir erstmal hiermit an. Muss ja ein bisschen sparen, man kann ja nicht immer neue Handschuhe nehmen. Ne, der hat Leistung, der hat Power. Power in Anführungszeichen, 80 PS. Was meint er denn? Wie viel Kompression hat er? Alles hier wieder Kacke. Der Motor ist übrigens warm, also ich habe ihn jetzt schön warm laufen lassen. Ja, da soll man ja mit einem warmen Motor die Kompression prüfen. Ach. Mann, ey, ist das alles fest hier. Hätte ich das denn letztes Mal abgekriegt? Zündkerzen, die hatte ich ja auch nur provisorisch wieder reingemacht. Da kommen auf jeden Fall neue rein. Falls er noch Kompression hat. So, die Einspritzdüsen, die klemme ich auch ab. Im ersten Zylinder fange ich an. So, ihr habt gesehen, dieses Rückschlagventil ist kaputt. Also der Zeiger geht immer wieder zurück. Ist aber nicht schlimm. Wir sehen dann die Momentaufnahme. Ne? Jetzt kommt der zweite Zylinder. So, ihr habt es gesehen, Kompression haben wir noch. Ich muss mal auf jeden Fall einen neuen Kompressionsprüfer kaufen, mal ein bisschen wertigeren. TÜV hat das Auto noch ein halbes Jahr. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall neu machen. Ich bestelle ein komplettes Inspektionspaket plus den Zahnriemen, den machen wir auch neu, Wasserpumpe mit neu. Ich baue das aber jetzt erstmal wieder zusammen, weil ich dann jetzt den Porsche reinhole für die Inspektion. So, ich lasse mal als erstes die Suppe von Öl raus. Mann, was muss ich denn alles abnehmen? Ach so, da ist noch eine. So, ist ja einfach. Also so eine trockene Verkleidung kenne ich von so alten Autos eigentlich nicht. Auch die Ölwanne. Nix. Staubtrocken. Ach, da ist der Ölfilter. Da kommt man ja gar nicht dran. Also wenn ich den Ölfilter rausdrehe oder löse, da wird mir die ganze Suppe die Arme runterlaufen. Obwohl, nee, da ist ja eine Ablassschraube, da kann ich erstmal das Öl rauslassen, wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Die ist schon mal zu klein. Alter, die ist aber fest. So, da ist in dem Ölfiltergehäusedeckel ist eine Ablassschraube. Die drehe ich jetzt raus. Und da müsste jetzt schon mal eine Pumpe rauslaufen. Achtung.
Guckt euch das mal an, das ist ja wie Karamell. Eieieiei. So, jetzt mache ich direkt die Ablassschraube auch raus. Ja, weil der Motor auch kalt ist, ne? Ich hätte den mal laufen lassen müssen. Also, manchmal ist das alles nicht so sinnvoll, ne? Und jetzt kommt der große Schwall. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Öl der überhaupt kriegt. Ob der so 8, 9 Liter kriegt. So, da fange ich jetzt mal einen Schluck von auf. Dann gucken wir uns das gleich mal an. So, hier seht ihr die Ablassschraube vom Ölfilter. Die drehe ich erstmal wieder rein, damit ich den ganzen Ölfilter rausschrauben kann. Obwohl, ich lasse da so ein bisschen auslaufen. Ich will da dran kommen, ohne versaut zu werden. Okay, da brauche ich hier so LKW-Werkzeug, eine 36er-Nuss. So. Da ich ja schon ein bisschen aus dem Filter rausgelassen habe, dürfte da jetzt nicht so viel rauslaufen. Ist ja nie. Ja, sieht gut aus. Oh, passt der da überhaupt durch? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wo passt der denn jetzt durch? Sind die bescheuert? Jetzt passt der Filter hier nicht durch. Kann doch nie sein. Oder daher. Sind Schläuche im Weg. Kann er nicht alle Schläuche abbauen? Oder erst das Filterelement raus? Also, da haben sie sich ja was überlegt, ne? Nee. Ach, ich krieg den Filter aber nicht raus erst. Ja, so wird er rausgehen. Jetzt läuft da erst wieder Öl raus. Da wird doch eine Sauerei. So, jetzt schreibt mal kurz rein, was der Ölwechsel bei Porsche kostet. Oh, ich krieg den Filter da auch nie raus. So eine Sache. Ah ja, jetzt ging er raus. Ach, guckt euch den mal an hier. So, jetzt nur noch den Deckel raus. Nur noch ist gut, ne? Nee, da hängt auch noch so ein Korb mit dran. Da kriege ich da gar nicht raus. Nee, nützt da nichts, da muss ich da drin lassen. Also, das kann ja auch nicht wahr sein, oder? Wie macht man das denn sonst? Ich mache das mal ein bisschen sauber und muss ja nur hier den Ring wechseln und dann den neuen Filter da rein. Das alles nur für einen Ölwechsel, ne? So umständlich habe ich noch nie einen Ölwechsel gemacht. Gucken, dass der schön drauf ist. Ja. Nein. Gut, dann mache ich da jetzt den neuen Filter rein. Hier ist der neue. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen ganz einfachen Trick, den ich nur nicht gesehen habe. So, der ist drin. Dann setze ich den mal kurz an. Der ist fest, jetzt nur noch die Schraube im Filter. So, jetzt lasse ich ihn noch mal ein bisschen ab, weil da bestimmt noch nicht alles rauskam. Na, ich lasse das noch mal 10 Minuten laufen. Neue Schraube rein.
schön sauber alles. Boah, da muss ich mal was holen. Ja, ganz schöne Klopper. Schön verrostet. Habe ich auch noch nicht Belege gewechselt beim Cayenne. Für mich sieht das so aus, als ob hier der Bolzen raus muss und dann kann ich die Belege so rausnehmen. So. Dann würde ich sagen, nach innen ausschlagen. Nach hier, nach außen. Dafür lasse ich mal die Schraube ein Stückchen drin. Bisschen rostlöser kann ja nie schaden, ne? Nur nicht auf der Bremsscheibe, wenn es geht. So, ich habe noch mal ein bisschen draufgehauen und jetzt kam der Bolzen. Mann, Mann, Mann. Kann man den erstmal rausmachen hier? So verrostet hier alles, ne? Ach, das muss abgeschliffen werden. Also einmal wäre noch gegangen, oder? Wahnsinn. Obwohl, da ist auch nicht viel mehr drauf, oder? Ja, also mehr als ein Zentimeter ist das nicht. Ja, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ich habe jetzt nur die Belege gekriegt. Die Scheibe ist noch nicht, oder die Scheiben sind noch nicht gekommen, beide. Deswegen mache ich jetzt erst mit dem Service weiter. Gut, so ein Teil, oder? Ich weiß zwar immer noch nicht, wie viel Öl der bekommt, aber 5 mache ich schon mal rein. 5 wird er mindestens kriegen. Habe ich die Ablassschraube reingemacht? Ach, da läuft aber zäh hier. Was ist denn los? Da könnt ihr mal sehen, was, wenn es kalt ist, was heißt kalt? Jetzt haben wir so 7 Grad. Trotzdem, wie zähflüssig das Öl läuft. Das ist 5W40. Dann gibt es ja noch 10W40, das ist ja noch zähflüssiger im Winter. Ein Ölmessstab hat er auch schon. Ja, nix. Da geht ordentlich was rein. 'Jetzt können wir mal hören, ob die Steuerkette gleich rappelt, wenn ich denn starte. Läuft ja gar nicht. Läuft ja gar nicht heute. Sonst, was gibt's sonst Neues? Der ist auch nicht so billig in der Kfz-Steuer, oder? 3,6 Liter, dann hat der wahrscheinlich Euro 3. Der wird ordentlich was kosten. So, 5 haben wir schon mal. Ja, so langsam sehen wir was. Hier stinkt es immer noch nach Hasenfuß. Ja, kurz vorm Minimum. Da geht noch was rein. Jo, jetzt haben wir was drin. Jetzt kann ich ihn einmal starten. Und ihr hört euch an, ob der so ein bisschen klimpert von der Kette her. Nee, also da klappert doch wohl nichts. Der hört sich doch gut an. Jetzt ist der Ölfilter auch voll. Ich gucke jetzt nur mal so, ich muss gleich ein bisschen stehen und erst dann kann ich noch mal gucken. Ja, ist jetzt auf Minimum.
Da werde ich sowieso hinterher nochmal kontrollieren. So, mehr kann ich jetzt hier erstmal nicht machen, weil ich ja noch auf Teile warten muss. Ja, das war ein abruptes Ende, aber das macht man nicht, das ist ja unhöflich. Also, das war's hiermit und tschüss.